Ja, wie es so ist, also die Niederlage in Augsburg. Also das ist natürlich, das passt jetzt zum Gesamtbild des HSV. Viele verletzt, Aaron verletzt, aber das gilt bei mir nicht. Ne? Das lasse ich auch nicht gelten. Ne? Also die anderen Leute, die jetzt sitzen alle hinten dran, die wollen alle gerne mal kicken. Jetzt haben sie gekickt und das war wieder null. Also ich muss schon sagen, also dieses Ganze, was ich schon mal gesagt habe, dieses Trainingslager, ich muss mal ein bisschen zurückgehen, bitte, dieses Trainingslager. Das war überflüssig wie ein Kropf. Harburger Berge, dieses Gelaufe und Gerände, was sie machen, das kannst du aber in Harburger Berge machen. Oder mit der Bleiweste sogar noch, dann hätten sie noch mehr drauf gehabt. Also, ich sage das jetzt auch, das war wieder ein Offenbarungseid von der Technik her. Da hat ja keiner Technik, Schusstechnik. Ich sehe noch die Szene in der 75. Minute. Luca ist doch ein guter an sich, also der Weinspiel, hat auch einen guten linken Fuß, kriegt ihn auf den Fuß. Und das Ding geht ja wieder eine Rückgabe. Also ich kann das nicht verstehen. Na gut, wir müssen tapfer sein, aber das sagen wir jeden Sonntag. Ich habe jetzt ein Statement gehört von Dietmar. Na gut, also Dennis, also sag doch mal ganz ehrlich, wenn du jetzt ehrlich bist, das reicht nicht für die Bundesliga, für die erste. Das langt nicht. Das kannst du auch nicht mehr gut reden. Und mal frei auch nicht. Kotzt ihn alles an und hin und her. Na gut, uns Fans kotzt das noch mehr an, wenn du 800 Kilometer hinfährst. Oder wir bezahlen die ganzen Hotz. Die sollen sich den Arsch aufreißen, davon auch wieder nichts. Davon gar nichts, davon nur wildes Gerenne. Und jetzt was zum Training ja nochmal mit seinem Geheimtraining, da muss ich ja nur so sehen. Ne? Hat das irgendwas gebracht? Geh zu, geh doch mal gerade einen geraden Weg. Bist frei und fröhlich drauf los. Spiel doch mal Fußball ein bisschen mit Herz, mit Fans und allem drum und dran. Nicht das System können die nicht, die Leute, was du da willst, mit den Umschalten. Das hat man früher ganz klipp und klar erkundern. Da haben wir hinten gemauert und vorne da waren zwei schnelle Leute. Aber das haben wir nicht. Der Wut kann das nicht. Und im Mittelfeld ist null. Ich meine, auch wenn der Jentschek und auch Gidde Jung, das sind ja gute Zerstörer, aber keine guten Techniker, keine 10 oder 8. Die fehlen uns überall. Also jetzt wird das aber eng für den Trainer und Trainerteam. Da muss ich schon sagen, ne? Also, aber genau, beim Trainer hat das ja auch wieder nicht gelegen. Wir haben dreimal auf Tor geschossen. Gegen so eine Plündertruppe wie Augsburg. Das muss ich doch so sagen. Eine Heimmannschaft, die so schwach Fußball spielt, da musst du gewinnen und nichts anderes, wenn du da unten raus willst. Aber wie gesagt, es ist nicht gewesen. Und ich kann ja auch da keinen reingucken. Nur ich bin wieder tief enttäuscht und andere Leute ja auch. Und die Fenster, die jetzt abhauen da mit dem Zug oder was, Jungs, alles Gute für euch. Ne? Also kommt gut wieder nach Hamburg. Aber das war wieder ein Offenbarungseid ersten Grades. Ich will nicht von Arbeitsverweigerung reden, das will ich nicht reden. Gerannt sind sie wie die Hasen. Aber was Kopffußball anbelangt, also Kopfball wird doch 60% mit dem Kopf entschieden, nicht nur mit den Beinen oder mit der Lunge oder mit dem Rennen. Das verstehe ich nicht, tut mir leid. Also das erste Tor gefallen. Das spielt ja, ich weiß nicht, wer das war. Das spielt ja genau im Fuß. Das war eine Minute vor der Halbzeit. Das hau ich auf die Tribüne, das Ding. Dann ist er weg. Das muss man doch lernen. Das lerne ich in der C-Jugend, wenn ich nicht weiß, wohin mit den Beinen, nicht nach dem Gegner, sondern ins Außen raus. Tribüne. Den Ball hätten sie von mir heute noch gesucht. Heute noch. Die hätten sie gerade wiedergefunden. Aber das lernen sie nicht. Sie wollen immer noch den nach hinten rausspielen. Das können sie sowieso nicht. Und eine Minute vor der Halbzeit wird bei mir kein Theater gemacht, dann hau ich das Ding weg. So, das war's. Ich will mich auch nicht wieder aufregen. Ich muss wieder meine Herzpillen rausholen, Jungs. Ich wünsche euch natürlich alles Gute, schönen Sonntag. Wo wir sehen, was auch wieder beim Auslaufen, wieder Geheimtraining und wieder Spezialtraining in der Halle. Die müssen auf den Platz rauf, geht's wohl. Die müssen Technik lernen. Die müssen zwei Dreieckspiel lernen. Ecken schießen. Und natürlich auch mal auf ein Tor schießen. Das können sie nicht. Wenn das so weitergeht, sehe ich schwarz. So, oder vom Feder, alles klar, ich bin sauer. Tschüssi, nur der HSV. Aber die Mannschaft und der Trainer, die können mich langsam, wo ich schön bin. Tschüssi, tschüss, 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 tschüss.